eine Plattform für Kunst und Aktion. Was heißt das? Wir laden Künstler aus dem Rhein-Main-Gebiet ein, diese Plattform mit ihren Inhalten, mit ihren Kunstwerken zu besetzen. Und das ist eine sehr offene Veranstaltung, deshalb sind wir extrem neugierig, wie diese Künstler und Künstlerinnen aus der Region diesen Freiraum, diesen Open Space, den wir zur Verfügung stellen, mit ihren Werken neu definieren und neu verorten werden. Im nächsten Weltraum ist Parastufa Ruha zu Gast, eine bildende Künstlerin. Parastufa Ruha lebt seit 1991 in Deutschland. Sie hat in Teheran studiert, dann ihr Studium hier weitergeführt. Also es ist eine bildende Künstlerin, die in der Box eine Installation zeigen wird. Aber das ist nicht das Einzige, sondern es wird auch Musik dazu geben und es wird ein Gespräch mit der Künstlerin geben. Der Weltraum ist eine offene Plattform, das heißt eben auch, dass sie offen ist für das Publikum, um die Künstler und Künstlerinnen kennenzulernen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen und über Dinge zu sprechen, die vielleicht auch über dieses einzelne Kunstwerk, über diese einzelne Aktion, die man erleben kann, hinausweisen. Die Arbeiten von Parastufa Ruha speisen sich aus unterschiedlichen künstlerischen Traditionen. Da ist zum einen eine wirklich betörend schöne Ornamentkunst, die sich in ihren Werken spiegelt. Zum anderen ist es aber eine Auseinandersetzung mit ganz ernsten Themen wie Krieg, Folter, Gewalt. Und dieses Zusammenführen dieser beiden Ebenen, mal schimmert die eine stärker in den Vordergrund, mal die andere, das macht das Spannungsfeld von ihren Arbeiten aus. Und das ist das, was man als Zuschauer sehr lustvoll und auf eine sehr sinnliche Art und Weise in dieser Arbeit entdecken kann. Parastufa Ruha, Parastufa Ruha. Ganz lustig ist das, wenn Parastufa Ruha ihren Namen selbst sagt. Sie hat nämlich zwei Arten, ihn auszusprechen. So wie ich das eben gemacht habe, so richtig schön deutsch. Und dann kann sie es auch auf Farsi sagen. Dann rollt das R ganz anders und die Vokale haben eine andere Klangfarbe.